Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Wir sind schon wieder am Sterben. Wir haben Hunger. Und das heißt, wir müssen gleich was essen. Ich denke immer, da geht mir schon wieder der Haifisch an. Ich glaube, noch habe ich Ruhe. So, gegessen haben wir. Da haben wir noch ein paar Planken. Ich hoffe, das geht sich hier aus. Also hier sicher mal. Und dann versuchen wir halt einen beherzten Sprung, ne? Yes, geht sich aus. Gut gehabt. Ja, Wassermelon. Ah, wir sind wieder voll. Machen wir gleich ein paar Seile. So. So, was im Lohn sind wichtig. Haben wir Sämlinge bekommen? Gott sei Dank. Puh, Gott sei Dank. Echt. So. Warte mal. Bevor ich hier weitermache. War da gerade ein Hai? So ein kleiner, mieser, fieser Haifischi. Ich hoffe nicht. PC. Habe ich hier schon? Nein. Warte, ich brauche kurz einen Schluck Wasser. Hat es hingehauen? Wasser? Nein, Planke brauche ich. Ach Gottchen. Hier vielleicht? Ja, Gott sei Dank. Ich will nur schnell die hier zum Wachsen bringen, dass wir Platz haben für die Wassermelonsamen, weil wir haben zwei bekommen. Das passt hervorragend. Das heißt aber, zurzeit müssen wir sie leider hier bunkern. So. Genauso muss ich hier dann... Warte. Was haben wir denn? Hier, das können wir mal bunkern. Das ist ja auch für die Fisch. Seil können wir an 20er bunkern. Schrott ist nicht notwendig. Sand kommt woanders hin. Die Tonziegel können wir derweil auch hier hin tun. Die Melönchen können wir auch bunkern. So. Das lassen wir so und so. Ja, die Algen. Die Seetang meine ich. Den habe ich wo? Ah, hier gebunkert. Kann in einer Schmelze gegeben werden. Ah, für Klipper. Ah, ja. Okay, dann lassen wir das mal so hier drin. So. Dann passt das schon mal. Jo. Die Muscheln habe ich jetzt hier reingegeben, ne? Ich Idiotin. Die gehören da rein. Ist eh logisch. So. Ist schon besser. So, was haben wir? Wir sind mal durstig. Dann saufen wir noch schnell was. So. Und jetzt da gehen wir wieder rauf. Wie schauen wir aus? Federn, ne? Ja. Und hier auch noch Federn. Okay. Ich denke immer, vielleicht legen die ein Ei, wenn ich die Federn mal liegen lasse. Ich weiß es nicht. Hoppala. Ich will da rauf, bitte. Danke. So. Und da. Nein. Rauf. Danke. Und Heureka. Jawohl, das hat hingehauen. So, erneuter Versuch. So. Wenn es geht, auch Sämlinge, aber das ist schon zu spät. So, wie komme ich hier rauf? Oh, oi. Ich will hier hoch, bitte. Da müsste ich jetzt echt bauen, oder was? Ah, geht. Glück gehabt. Sehr gut, das freut mich. Dann können wir hier schön super klasse die Sachen ernten. Hervorragend. Ui, eine Truhe. Alter. Wie cool. Nice. Blaue Blume. Okay. Viele blaue Blumen. Und Ananas. Ja. Mit Samen. Sehr gut. Wenigstens ein. Und noch eine Wassermelone. Supi, supi.
Und das nehmen wir auch mit, das Holz hier. Also die Planken. So. Sehr, sehr gut. Da ist auch noch ein Baum, den hätte ich fast übersehen. Oh. Klipper haben wir auch bekommen. Ich stelle noch ein paar Seile her. Und schmeiß das mal weg. Was haben wir da weggeworfen? Wo ist die Planke? Weg. Super. Meh. Okay, das fliegt irgendwie ganz weit runter. Egal, machen wir mal kaputt. Wurscht. Jetzt bleibt mir eine Planke übrig. Super. Dann nehme ich die Planke mit. Ah, da sind sie. Planken, 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 Planken. So, Ballplatz. Jetzt geht auf einmal alles. Okay. Die Blumen lasse ich hier. Würde ich sagen, da haben wir eh so genug. Und ansonsten ist da nichts Interessantes mehr. Gibt es da noch eine andere Seite der Insel, wo wir runterspringen könnten? Na, da geht es nur mehr zum Floß, ne? Weil hier waren wir ja schon. Okay. Heureka! So. Das ist jetzt mal ein Timing, ne? Kann man nichts sagen. Sehr gut. Was schmeiße ich jetzt schnell weg? Die hier. Haifleisch, unbedingt. Ganz, ganz wichtig. So. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe vom Hai. Ich muss mich jetzt beeilen, dass wir schnell tauchen gehen können. Ich muss ganz schnell die Sachen hier reinlegen. So, die Mango. Egal, ich schmeiße jetzt einfach alles rein. Das sortiere ich später aus. Weil ich habe jetzt gerade keine Zeit. So, essen muss ich noch. Verdammt. Kaum schon essen. Und das Haifischfleisch. So. Und eine Kartoffel. So. Schnell essen. Jetzt brennt der Hut. So. Passt. Wo ist die Insel? Auf welcher Seite? Hallo? Da. Und das halt, ich will das mitnehmen. So. Und ganz schnell jetzt. Ja, würdest du? So. Ich hätte gern Ton, bitte. So. So. Das ist, glaube ich, alles Sand, kein Ton, ne? Das ist scheiße. Ich hätte gern Ton, ich hätte gern Ton. Ich hätte gern Ton, ich hätte gern Ton. Ganz viel Ton, gib mir den Ton. Herrschaftszeiten. Ah, das klappt natürlich nicht so gut. So. Stein, 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 Stein und kein Ton. Ich hätte gern Ton, bitte. Stein, 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 Stein. Ah, da liegt echt viel Gerümpel herum, ne? So. Das ist wieder Sand. Meine Güte. Dabei wird der Ton ja so wichtig für uns. Jawohl, ein Stück Ton. Da. Schön Luft holen. So, immer fester drauf. So. Da ist nichts. Jetzt bist du ein Ton. Das wäre sehr schön. Sehr schön. Ja. Das war Ton. Oh, ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Luft. Na nö. Ah, das ist hin. Das ist mir eingegangen. Kunststoff. Ha, ha, ha. Ja. Ja, nee, ist klar, ne? Da. So, und weg damit.
Weg damit. Egal. So, dumm. So, platsch. So, was haben wir hier schönes? Wieder Stein wahrscheinlich. Jawohl. Was haben wir hier unten schönes? Ton, Gott sei Dank. Schnell auftauchen. Und dann schnell wieder runter. Ich hoffe, der Haifisch ist nicht schon gespawnt. So, nichts wie runter. Das ist wahrscheinlich wieder Stein. Ja. Das ist nicht so gut. Aber ich glaube, wir hätten tatsächlich genügend Stein für die Schmelze. Also Stein, Ton, Entschuldigung. Ton, Stein, alles zusammen. So. Steinerz, Metallerz, ist Steinerz, Alter. Ich mit Steinton. Ich kenne mich schon nicht mehr aus. So. Steinerz. Das müsste Sand sein wahrscheinlich, ja. Jetzt kriege ich auch Hunger und Durst. Jetzt wird es dann Zeit, dass wir zurückkehren. Und uns stärken. Ui. Aha, wenn wir durstig sind, verlieren wir schneller Sauerstoff. Das ist natürlich super, ne? Gleich mal unser Kaffeehäferl bereitstellen. So. Süßwasser. Prost. So. So, gleich eine Planke dazu. Auch hier eine Planke, da eine Planke, eine Kartoffel, die essen wir auch gleich. Aha, die Axt ist auch ruiniert, sehr gut. Das kann man brauchen. Aha, die Möwe war auch hier. Mhm. Sehr, sehr gut. Da. Dann trinken wir noch was. So. Und hier noch einen Schluck. So. Und jetzt gehen wir nochmal auf Tauchstation. Ach, die Möwe schon wieder. Aha, jetzt ist der Hai wieder da. Ist eh logisch. Das war's. So, hoffentlich ist hier noch ein bisschen Ton. Ja. Passt. Und wir hauen ab. Wir hauen ab. So. Ist eh nicht so schlecht gegangen, glaube ich. So. Wo tue ich den Ton hin? Dass er gut trocknen kann. Hier wäre auch gut, ne? Dann bauen wir ihn hier hin. So, okay. Nasser Ziegel. So, zwei Stück, das passt genau. So. Einmal und zweimal. So. Hui. So. Hoppala, das war die verkehrte. So. Jetzt da. Gut. Sehr, sehr gut. Dann können wir wieder lagern. Hier drin, glaube ich, war das. Wo war das? Hier, da. Da. Hier können wir den. Nein, Seetang wieder lagern. Das Metallerz war, glaube ich. War das auch. War das hier? Da war es, genau. So. Der Clipper ist weg. Achso, ich habe den einfach irgendwo hingeschmissen gehabt, ne? Halt. Hier rein, glaube ich. Passt schon. Alles da. Ganz ruhig. Alles da. So, schön die Sämlinge. So, dann passt das hier wieder. Das können wir hier reinschmeißen. Das da reinschmeißen. Den Clipper haben wir hier. Clipper. Dahin. Der Clipper, Clipper. So. Sand können wir noch hier reinschmeißen. Ja. Die Muschel, die hätte noch
glaube ich, irgendwo hier reingehört. Genau. So. Passt. So, dann noch das so. Und dann brauche ich noch eine Axt. Genau. Eine neue Axt. So, perfekt. So, das können wir schon mal ernten. Und die Kartoffel bepflanzen wir neu. Können wir auch schon? Ja! Super, ernten. Das heißt, wir könnten jetzt eine Melone und eine Ananas anpflanzen. Also, Ananas und Melönchen. So. Tapsel, tapsel, tapsel. So. Also, einmal und zweimal. So. Einmal Süßwasser bitte. So. Und nochmal. Sehr gut. So. So und so. So. Ich glaube, wir segeln weiter. Würde ich vorschlagen. Wir brauchen noch ein Weilchen. Ja, ja. Du bist so lästig. Und sofort reparieren. Sehr gut. Aha, hier fehlt schon wieder was. Das ist ja unglaublich. Aha. Genauso wie mir... Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen hier nicht mehr weg. Ah, jetzt. Jetzt tut sich was. Keine Ahnung, ob das so in Ordnung ist. Tschüssi. So. Ja. Gut. Also hier haben wir die Küche. Dann wird es jetzt, glaube ich, Zeit, dass mir... Warte mal, kann ich eine neue Truhe bauen? Selber? Aha. Ja. Ah, erwischt habe ich sie mal. Dafür hat sie auch meine tollen Kartoffeln weggefressen, das Mistviech. Ach. So, und einmal Rübe würde ich gern. Oder? Warte. Na, nehmen wir nochmal Kartoffel. So. Süße Wasser. Süße Wasser. So. So. Und so. Haben wir schon irgendwas? Hier haben wir ein bisschen Kunststoff. Noch mehr Kunststoff. Gleich. Gleich. Ah, ein Fässchen. Jawohl, das reicht. Wow, nicht ins Wasser fallen. Langsam. So. Passt. Kann ich gleich mal schauen, ob irgendwas kaputt ist hier? Tatsächlich. So. Ist noch mehr kaputt. Schaut derweil nicht so aus. So. Na gut. So, auch hier werden wir eine Planke setzen. Ich bin auch schon wieder durstig, sehe ich gerade. So. So. Dann können wir das auch mal hier. So, wieder eine Rübe braten. Ich würde sagen, wir werden auch angeln gehen, glaube ich. Was hat denn hier hin? Ach, hier, das Spießchen gehört. So, der Speer. So. Nom, nom, nom.
Wie schauen wir aus? Dauert noch ein Weilchen. Und dann tun wir noch schnell was trinken. So. Wir müssen auch auf unsere eigene Gesundheit achten, nicht wahr? So. Okay. Die Pflanze. Scheiße. Diese Pflanzkiste wollte ich sagen. Aha, hier. Müsste ich nochmal woanders hinstellen. Bei passender Gelegenheit. Sie hat genistet. Die hat voll genistet. Verdammt, ich habe sie gerade verscheucht. Vielleicht wird es ja doch noch was mit einem Ei. Ein leckeres Möwenei. So. Okay. Wie schauen die Tonziegel aus? Ja, fertig. Super. Und wo habe ich die anderen hingeschmissen? Da rein. Da rein. Da rein. So. So. Wie schaut es jetzt aus mit der Schmelze? Nagel haben wir genug. Erstellen. So. Aber wohin? Theoretisch könnte sie auch hier Platz haben in der Küche. Ist ja wurscht, wenn das Ganze, die Bahn ein bisschen nach, also das Essen ein bisschen nach Eisen schmeckt, ne? Ist ja eisenhaltig dann. Bauen wir es einfach mal derweil hier hin. Habe ich es richtig gebaut, so überhaupt? Ich glaube schon. Ich glaube. So, und jetzt? Brauche ich vielleicht. Halt! Der Schuft ist da. So. Vier! So, hammer dich, du Scheißkerl. So, wir müssen reparieren. Wir brauchen Planken. Noch eine Planke. Perfekt. Mist. Nicht gut. Gar nicht gut. Egal. So, Bröstelchen. Halt. So, der Haifisch. Jawohl. Mist. Können wir die schon ernten? Nein, das geht noch nicht. So. Planke setzen. Ja. Und jetzt, da glaube ich, mal schauen. Wo sind denn unsere Metallbahnen? Die sind hier. Ich will es gerne mal probieren. So und so. Ob das denn geht? Metall platzieren, tatsächlich. Immer eines. Okay. Und dann hoffe ich, dass daraus eine Metallbahn wird. Jo. So. Gut. Da habe ich schon wieder vergessen, Wasser nachzufüllen. Ach ja je. Jetzt fertig. Fertig, fertig. Meh. Gut. Fischen wäre auch mal so eine Sache, ne? Bis das hier alles fertig ist, können wir ja auch mal fischen, ne? Würde ich sagen. Und dann die Kisten mal da hinten platzieren, anständig. Beziehungsweise schauen, dass wir immer solche kriegen. Ach, dahin wäre ein Floß gewesen. Verdammt. Ah, ich bin froh, dass wir jetzt eine Schmelze haben. Erwischt haben wir sie. Alter, was ist denn los, hey? Langsam. Dieser Wellengang, ne? Schwimmt das weg? Ich glaube, das schwimmt weg. Das kann ich mir sparen. So. Alter Viech, ne? Ist
ja unglaublich. So. Ich wollte fischen gehen. Aber ich glaube, das dürfte auch der Nachteil sein, wenn man hier Möweneier haben möchte. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen von seinem Essen hier opfern. Damit es der Möwe gut geht und damit sie dann Eier legen kann, denke ich mal, ne? Naja. Wer hat das geringere Übel, glaube ich. Ernten, yes. Jawohl, Ananas-Sämling. Perfekt. Gleich mal einpflanzen. Und dann müssten wir noch einen Melonensamen haben, glaube ich. Yeah. Der Hai, Alter. So. Ist sie schon Süßwasser? Ja. Perfekt. Da geht, ich stecke schon wieder fest hier. Und so. Und so. Schön. Sehr, sehr gut. Aha, da ist er fertig. Metallbahn. Super cool. Dann können wir gleich das nächste Erzel schmelzen, würde ich sagen. So, und wir gehen gleich wieder zum Forschertisch. Forschertisch. So. Und hauen den Bahn rein. So, erforschen. Jetzt können wir den Bolzen lernen, die Scharniere, eine Schaufel, eine Schere. Perfekt, um Wolle zu schneiden. Aha. Dann Metall-Arrow. Dann fortschrittlicher Grill. Aha. Na, ich würde gern... fortschrittlicher Grill geht auch, okay. Das wäre auch nicht schlecht. Kann mehrere Portionen Nahrung auf einmal kochen, verwendet Bretter als Brennstoff. Und wie kriegen wir dann Bretter? Metallspeer, ein noch größeres Gerät zum Stochen in Dingen. Ja, der wäre auch nicht schlecht. Netzwerfer, verrichtet ihn auf ein Tier, um es zu fangen. Aha. Okay. Na, geht nichts? Doch. Und stationärer Anker. Lässt dich dein Floß ankern. Aha, dann geht er wahrscheinlich gar nicht mehr weg. Und einen Topf. Arbeitet Basisnahrung zu erstaunlichen Mahlzeiten. Fisch. Als nächstes wird meine Leiterplatte brauchen, beziehungsweise, was sonst? So eine Flasche. Ja, ich bin schon wieder hungrig. Das ist ja überhaupt unglaublich. Dann würde ich sagen, wir essen mal was, ne? So. Hier haben wir auch noch zwei Sachen zum Essen. Vier Sachen mittlerweile, sehr gut. Fischen wollte ich auch, der Part ist auch schon wieder zu Ende. Fürchterlich. So. Würde ich sagen, machen wir gleich den nächsten Bahn. So. Was haben wir denn hier Schönes? Ich liebe diese Netze, die sind echt mehr als praktisch. Da. Ach, da drüben, ich dachte schon, hä, was war das jetzt? Planken, ich habe keinen Platz mehr, ist ja nicht normal sowas. Waren, Scharniere, weg mal damit. So, sind sie noch da? Ja, passt. Jetzt nicht mehr. Das habe ich zu lange gebraucht. Das ist echt anstrengend. Nichts erwischt. Es könnte wirklich sein, dass wir da was opfern müssen an unseren Speisen. Dass dann, dass wir dann als Belohnung quasi Eier von den Möwen kriegen. Weil Federn hätten wir schon mal. Aber halt noch keine Eier. Jo. Ui, Fässchen. Zwei sogar. Sehr nice. Ja, was könnten wir denn als nächstes bauen? Ich habe keinen Platz für nichts. Nein. Was könnten wir als nächstes bauen? Muss ich decken? Das nicht. Erschöpft Zeiten.
So. So. Falls das Bett wieder mal kaputt geht, können wir uns eine Hängematte bauen. Aber ich wäre mal dafür, dass wir schon langsam hier einen Pfeil uns bauen, weil Bolzen hätten wir. Wir hätten auch genügend Clipper normal. Wir können es auch problemlos das herstellen. Ach ja, stimmt. Den Clipper herstellen als nächstes. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Aber derweil, wir haben hier genug Seetang, jetzt könnte ich hier doch schon mal... Ich tausche das hier so. Ich möchte gern... Ich habe überhaupt keinen Platz. Ach du Heilige. So, warte mal. So. 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 Jetzt hätte ich Platz. Also einen Bogen würde ich gerne bauen. Da fehlen mir zum Beispiel der Plank. Mhm. Mal schauen, ob wir da schon wieder welche drinnen haben. Ja. Oh ja. Oh ja. Yeah. Ich glaube, das ist genug. Jetzt können wir einen einfachen Bogen einmal herstellen. Ja, und jetzt gebe ich es die Möglichkeit für Steinpfeile oder Metallpfeile. Da brauchen wir einen Bahn. Spitz, leicht und gut ausbalanciert. Und hier Steinpfeil. Ein durchschnittlicher Holzpfeil mit einer Steinspitze. Ich schätze mal, dass der mehr Damage machen wird. Deshalb bin ich fast gewillt, auf unseren Bahn hier zu warten, der schon fertig ist, zufälligerweise. Und dass wir mal versuchen, hier Metallbahn, also Metallpfeile zu machen, ne? So. Kann man die jetzt irgendwie kombinieren oder macht er das jetzt eh automatisch? Ich glaube, das ist automatisch, ne? Da wäre schon eine Insel. Also wenn das nächste Mal irgendwo eine Möwe ist, können wir sie versuchen abzuballern, ne? Das ist ja dann schon mal was. So. Abzuballern. La la la. Die Quälerei, jawohl. Gut, wie schauen wir hier aus? Schon fertig? Na, ein bisschen braucht es noch. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir mal das hier mit. Der braucht es noch ein Momentchen. Okay, der Part wäre wieder zu Ende. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir werden wieder vom Hai gefressen. Also dann, tschüssi. Ah, du bist mich. Ja, das war wieder ein Schuss in den Ofen. Tschüssi!